die fünfte Station der FIA ETRC in Budapest ein Wochenende mit hitzigen Diskussionen, tollen Zweikämpfen auf der Rennstrecke und voller Emotionen. Budapest, Hauptstadt Ungarns, Austragungsort der Saisonrennen Nummer 17 bis 20. Das dritte Hungary Truck Fest auf dem Hungaroring. Ein weiteres Highlight im Kalender der FIA European Truck Racing Championship. Die Truckparade am Donnerstagnachmittag von der Rennstrecke rein in die City zählt zu den coolsten Aktionen der gesamten Saison. Norbert Kiss durfte den Corso anführen und sorgte für mächtig Wirbel und Qualm am Heldenplatz. Mehrere tausend Fans sind hautnah mit dabei und für alle hat der ungarische Doppelchampion ein Autogramm übrig, ein Lächeln, ein Handshake oder sogar Zeit für ein Foto. Das ist ein ganz tolles Event. Es ist schön, den Fans so nah zu sein. Ich mag es. Aber noch nicht auf die Rennen fokussiert? Na, noch nicht. Morgen vielleicht. Aber nicht nur von Norbert Kiss gibt's Autogramme. Die Ungarn, einfach ein motorsportverrücktes Volk. Die Straße Richtung Rennstrecke, genau wie auf der Hinfahrt, auch auf der Rückfahrt gesperrt. Freie Fahrt dank der Budapester Motorradpolizei. Nach seinem famosen Auftritt zuletzt am Slowakia-Ring mit zwei Siegen sind dieses Mal am Hungaroring alle Blicke auf Norbert Kiss gerichtet. Und er genießt es. Na, das ist doch schön, weil ich komplett abschalten kann von der ganzen Technik hier. Sobald ich das Qualifying fahre, ist aber alles okay. Der Local Hero reist als Meisterschaftszweiter an. Kann er an diesem Wochenende den Punkterückstand auf den führenden Tschechen Latschko verkürzen und die Hoffnungen der vielen heimischen Fans erfüllen? Ein Sieg, das wäre es. Letztes Jahr habe ich ja leider nicht gewonnen, sondern bin nur zweimal Zweiter geworden. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, bessere Chancen. Das Team hat ziemlich hart an unserem Truck gearbeitet. Die anderen beiden Latschko-Jäger sind Steffi Halm und Jochen Hahn, die beiden Deutschen. Halm, zurzeit Vierte in der Meisterschaft, gewann vergangenes Jahr hier ein Rennen. Und Jochen Hahn, momentan Meisterschaftsdritter, siegte 2016 gleich zweimal am Hungaroring. Jetzt haben wir keine Zeit mehr für Fehler. Das ist der Punkt. Wir haben alle hart gearbeitet in der Sommerpause. Das, was wir jetzt haben, müssen wir in den verbleibenden fünf Rennen einsetzen. Jetzt haben wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Rennen. Genau wie am Anfang der Saison versuchst du, so viele Punkte zu holen wie möglich. Du musst Unfälle und Fehler vermeiden, damit du keine Strafen erhältst. Das Wichtigste ist, dass du konstant fährst und so viele Punkte holst, wie du kannst. Und er hat etwas dagegen, Adam Latschko. Bislang mit 6 Saisonsiegen, insgesamt 10 Podiumsplätzen, immer in den Punkten. Der dominierende Mann im Starterfeld. Hat er seine Form aus der ersten Saisonhälfte nach knapp 6-wöchiger Sommerpause konservieren können? Ich denke, von Saisonbeginn an zählt jeder Punkt. Aber je näher es jetzt Richtung Saisonende geht, umso wichtiger ist es, ob du mehr oder weniger Punkte hast. Und am Ende musst du ganz klar auf den Meisterschaftsstand schauen. Und wenn es zum Finish kommt, müssen wir mehr und mehr auf die Punkte schauen. Das Qualifying am Samstag, die erste ernsthafte Standortbestimmung. Die Zeitenjagd gerät zu einer eindeutigen Angelegenheit für Norbert Kiss. Der Ungar ist der schnellste Fahrer auf dem knapp 4,4 Kilometer langen Kurs. 2 Minuten 18,5 benötigt er in seinem Mercedes-Benz-Truck, ist danach aber überrascht, dass er satte 0,8 Zehntelsekunden besser ist als Jochen Hahn, als Steffi Halm und als Adam Latschko. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich glaube, die anderen haben auch Fehler gemacht. Das Qualifying war für die Top 3 oder Top 5 nicht einfach. Ich bin sicher, alle haben Fehler gemacht.
So also startet Norbert Kiss von Position 1 ins erste Rennen am Hungaroring, umlagert von den örtlichen Medien. Neben ihm in Reihe 1 steht Jochen Hahn, der Champion des vergangenen Jahres, hat die schlechtere, die Außenseite. Ja, ich weiß, ich bin auf der Innenseite und denke, mit Jochen bin ich, was die Motorleistung angeht, so auf einem Level. Ich habe gute Chancen hier, mich weiter nach vorne zu kämpfen, wenn ich einen guten Start hinkriege und dann in Kurve 1 vorne bin. Aber das ist Motorsport, es kann alles passieren. Ich könnte ja auch Fehler machen, aber ich hoffe nicht. Ich werde einfach mein Bestes geben. Genau hinter Norbert Kiss steht die einzige Dame im Starterfeld. Steffi Halm in ihrem blauen Reinhardt Racing Truck war minimal schneller als Adam Latschko im weißen Freightliner mit der Startnummer 55, der sich nicht ganz sicher scheint, wie stark er hier abschneiden wird. Überraschend weit hinten nur auf Startposition 14 Ryan Smith, der für dieses Wochenende eigentlich einen Sieg angekündigt hat. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, das Qualifying geht 20 Minuten anstatt 10. Bin keine schnelle Runde gefahren. Klare Enttäuschung, aber langsamer als P15 sind wir sowieso nicht. Startfrei für Rennen 1. 11 Runden müssen die Schwergewichte des Motorsports, die 5,5 Tonnen schweren Racetrucks auf dem Hungaroring, in allen vier Rennen zurücklegen. Onboard mit Adam Latschko, der den Start ein klein wenig verschlafen hat. Kiss und Hahn gehen nebeneinander durch Kurve 1. Latschko schon von Shane Brereton, dem englischen Gaststarter, überholt, hat danach Mühe, seine Position zu halten, wird von Antonio Albacete, dem Spanier, hier in die Wiese geschickt. Brereton also auf 4, dann Albacete, Latschko, Lenz und José Rodríguez, so die Positionen 4 bis 8. Ebenfalls im Startgetümmel getroffen Adam Latschkos Teamkollege David Wrzecki, der hier den Überholversuch von Ryan Smith im gelben Truck mit der 88 gegen Kosim im silber-roten Truck mit der Startnummer 42 aus seiner Heckkamera toll eingefangen hat. Anfang Runde 2, Latschko greift Albacete an und geht innen in Kurve 1 am Spanier im weiß-roten Truck vorbei. Latschko danach Fünfter. Ganz vorne Norbert Kiss, dann Jochen Hahn und auf der 3 Steffi Hall. Wir fahren mit hier onboard bei Ryan Smith, hat in der ersten Runde schon 2 Positionen gut gemacht und geht hier an André Kosim vorbei, ist danach Elfter. Ja, wir hatten gute Zweikämpfe mit Bugira, mit Gerd Körber, mit José Rodríguez. Ich habe versucht, eine gute Show zu liefern und hoffe, es hat auch geklappt. Für mindestens genauso gute Unterhaltung sorgt Shane Brereton, der Landsmann von Ryan Smith. Im Qualifying Sechster, jetzt Vierter, verteidigt mit allen Mitteln diese Position gegen den Meisterschaftsführenden Adam Latschko. Und Ryan Smith, der ist weiter auf dem Vormarsch, hat Wrzecki und Körber schon überholt und geht hier auch an José Rodríguez vorbei, ist nach Runde 9 jetzt schon Achter. Norbert Kiss lässt sich den Sieg nicht nehmen, hat im Ziel 7,5 Sekunden Vorsprung auf Jochen Hahn und mehr als 10 auf Steffi Hall. Der Mann aus Budapest ist den Erwartungen der Fans somit also gerecht geworden und darf sich zu Recht feiern lassen, auch wenn er etwas den Überblick am Ende des Rennens verloren hat. Ich glaube, in den letzten 2-3 Runden habe ich immer wieder Stefan gefragt, weil der Rundenzähler nicht funktioniert hat, der sonst immer die verbleibenden Runden anzeigt. Also habe ich immer wieder gefragt. Dann habe ich zu mir gesagt, boah, verdammt langes Rennen. Aber ich bin sehr froh, wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen, speziell hier am Hungaroring. Der dritte Saisonsieg für Norbert Kiss, 20 Punkte in der Meisterschaft und eine Trophäe, die ganz bestimmt einen Ehrenplatz im Hause Kiss bekommen wird. Die gut 30.000 Fans zufrieden mit ihrem Local Hero, der anschließend ordentlich die Korken knallen ließ.
Das Ergebnis im Überblick, Kiss also vorne, Latschko am Ende, doch noch Vierter, weil Shane Brereton auf 10 zurückgestuft wird. Eine 20-Sekunden-Strafe bekam wegen Overspeedings, schneller war als die erlaubten 160 km/h. Außer Ren-Action bietet das Hungary Truck Fest aber noch eine ganze Menge mehr. Up to the air hieß es mehrfach, so wie beim Motocross-Spektakel. Tolle Action für alle, die auch mal abseits der faszinierenden Racetrucks im Fahrerlager unterwegs sind. Reverse Grid heißt es bei Lauf 2 am späten Samstagnachmittag. Die Top 8 aus Lauf 1 in umgekehrter Reihenfolge. David Vrzecki vor Gerd Körber. Der Tscheche durchaus in der Lage, Rennen zu gewinnen. Anders bei Gerd Körber, der immer noch am Setup seines Trucks tüftelt. Ryan Smith auf Startposition 3 neben Sascha Lenz, der Brite ebenfalls ganz stark einzuschätzen. Gerd ist ein sehr erfahrener Rennfahrer, David auch. Ich muss also früh an beiden vorbei und dann bin ich weg. Aber wenn sie mich aufhalten, dann komme ich natürlich unter Druck durch Adam, Sascha und Steffi. Aber ich werde ganz früh attackieren. Der Sieger des ersten Laufs, Norbert Kiss, nimmt sich im Grid gar die Zeit und steigt nochmal für ein Erinnerungsfoto aus seinem Truck aus. Das zweite Rennen des Tages meist spektakulärer als das erste, weil sich die vermeintlich besseren Fahrer von hinten nach vorne kämpfen wollen. Start frei für eines dieser ganz speziellen Rennen. Wir sind on board mit Jochen Hahn, der als Sechster in die erste Kurve einbiegt, während Ryan Smith von Position 3 auf 8 zurückfällt. Bereits in Runde 1 das Aus für José Rodríguez, den Portugiesen, Führender in der Promoters Cup-Wertung der Meisterschaft für Nicht-Profis nach einem Kontakt mit seinem ersten Widersacher André Kosim, hier kurz zu sehen, dem aber keine böse Absicht unterstellt werden kann. Das Feld, klar, dicht zusammen, jeder kämpft um die beste Linie. Kiss im Zweikampf mit Steffi Halm, es geht um Position 6. Ganz vorne hat Adam Latschko leichtes Spiel mit seinem Teamkollegen David Vrzecki, der den Nummer 1-Fahrer im Bugira-Team passieren lässt und dann als Puffer zwischen Latschko und dem Rest des Feldes fährt. Kiss hier gegen Smith. Smith will vorbei, Kiss verteidigt seine Position und wird vom Engländer rausgeschossen. Das Ganze nochmal gleich aus der Onboard von Ryan Smith. Heftiger Einschlag, Kiss muss wild korrigieren und äußert mal eben hupend seinen Unmut. Riesenenttäuschung bei den vielen Norbert Kiss-Fans. Ihr Idol fährt mit einer gebrochenen vorderen Feder raus. Der Kampf mit Norby, er hätte mir mehr Platz geben sollen. Hätte er das getan, wären wir zusammen durch die Kurve gefahren. Aber Leute wie Norby geben niemals so einfach ihre Position auf. Sie glauben manchmal, sie sind was Besseres. Aber hey, Norby ist echt ein guter Fahrer. Ich habe ihm eigentlich Platz gelassen. Okay, nicht viel, aber eigentlich genug für einen Truck. Ich denke, er hat zu spät gebremst und war dann zu schnell am Eingang von Kurve 5. Das Ganze ist schwer zu erklären. Wir haben schon Videos dazu angeschaut, aber wie gesagt, schwierig zu erklären. Ohne Norbert Kiss geht das Rennen weiter und mit wütenden Attacken von Jochen Hahn gegen David Vrzecki. Der viermalige Champion aus Deutschland gegen den zweimaligen Champion aus Tschechien. Hahn quetscht sich brachial am Konkurrenten vorbei, für Truck-Race-Verhältnisse aber noch im Rahmen des Erlaubten. Die neue Reihenfolge also Latschko vor Hahn vor Vrzecki. Gleiche Stelle zwei Runden später. Latschko bleibt innen, gibt Hahn keine Möglichkeit, in die Lücke zu fahren. Jochen Hahn auf allerletzter Rille unterwegs. Ryan Smith mittlerweile schon auf 4 dran an Vrzecki, der Brite, näher dran, als dem Tschechen lieb ist. Ja.
Knapp 10 Sekunden hinter den beiden der Vierkampf um Rang 5 zwischen Gerd Körber, Steffi Halm, Shane Brereton und Antonio Albacete. Halm ringt Körber nieder, ist damit also kurz vor Rennende Fünfte. Seite an Seite Ryan Smith und David Brzezinski im Kampf um Rang 3, während Latschko sich den Sieg nicht nehmen lässt. Jochen Hahn Zweiter, 6 Zehntelsekunden zurück. Letzte Kurve, letzte Attacke von Ryan Smith. Geht vorbei am Tschechen David Brzezinski, der mit diesem Angriff wohl nicht mehr gerechnet hat. Ryan Smith wird Dritter und folgt damit Adam Latschko und Jochen Hahn aufs Podium, die nicht die einzigen beiden sind, die nach dem Rennen noch etwas zu bereden haben. Dieser Sieg ist sehr speziell, weil wir bisher hier immer Pech hatten. Heute hatten wir Glück, sind Erster und ich bin sehr glücklich darüber. Adam Latschko feiert Saisonsieg Nummer 7, bekommt 10 weitere Punkte und kann sich mit Jochen Hahn und Ryan Smith über 2 erfolgreiche Rennen freuen. Der Brite zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium. Jochen Hahn ist durchaus zufrieden. Der Plan ist natürlich immer zu gewinnen, aber das gelingt keinem. Vom Speed her sind wir heute Zweiter, zweimal Zweiter. Das passt also. Und mit den Ergebnissen bin ich zufrieden. Das Ergebnis im Überblick: Brzezinski auf 4, Halm 5, Albacete auf 6 und Shane Brereton auf der 7. Bester Fahrer im Promoters Cup. Und ach ja, es gab auch noch Gesprächsbedarf zwischen Ryan Smith und Norbert Kiss nach der Siegerehrung. Im Reverse-Grid-Rennen erwarte ich niemals, dass ich, so zu verlieren, ohne die Zielflagge zu sehen, ist natürlich schlecht. Ich glaube, Ryan war stinkig, weil er von den Fans auf dem Podium ausgebuht worden ist. Das ist nicht schön. Um ein toller Sieger zu sein, musst du auch verlieren können. Ich versuche immer anständig und fair zu bleiben, ob ich gewinne oder verliere. So geht also ein ereignisreicher Tag am Hungaroring zu Ende und lässt hoffen, dass das Hungary Truck Fest am Sonntag genauso ereignisreich weitergeht. Der zweite Tag noch etwas heißer, von den Temperaturen her über 30 Grad Celsius. Für die Fans erträglich, aber insbesondere für die Fahrer sehr schweißtreibend. Norbert Kiss holt sich auch die 2. Pole Position, wird von den Fans dafür natürlich wieder gefeiert. Neben ihm steht diesmal Adam Latschko in der ersten Reihe der Meisterschaftsleader. Dahinter in Reihe 2 Steffi Halm als Dritte und Jochen Hahn gleich daneben auf Startposition 4. Ich versuche, mein Bestes zu geben, einen guten Start hinzulegen und eine Position zu gewinnen. Ganz sicher aber will ich den 3. Platz behalten. Beim Start kommt es auf die Reaktion an. Normalerweise klappt das, aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn Norbi vor dir ist, weil er nicht so eine gute Beschleunigung hat. Für die Fans, egal ob groß oder klein, steigt die Spannung. Der Start diesmal aus der Dachcam von Antonio Albacete. Steffi Halm, die prognostiziert wird von Norbert Kiss, ein bisschen eingebremst auf dem Weg Richtung Kurve 1. Die Heckkamera von Adam Latschko zeigt, vorne geht's eng zu und hinten aber auch. Erwin Kleinnagelfort kracht ins Heck von Ryan Smith, der sich in der Folge den Gummi vom Reifen abfährt, während vorne Kiss und Latschko um die Führung kämpfen. Steffi Halm auf Rang 3 sitzt quasi in erster Reihe, um das Treiben vor ihr zu beobachten und sieht, dass Adam Latschko die Führung vor Norbert Kiss übernehmen kann. Nach einer Runde mit Rauchzeichen muss Ryan Smith aufgeben, weil sein Reifen komplett abgehobelt wurde und die abfliegenden Fetzen den Verschluss vom Kühlsystem trafen. Sachen gibt's. An der Spitze hetzt Norbert Kiss den Tschechen Latschko um den Hungaroring. Der Zweikampf immer genauestens beobachtet von den vielen, vielen tausend Fans rund um die Strecke. Und Shane Brereton im Truck mit der Startnummer 17, hier auf Gesamtrang 6 vor Sascha Lenz,
fährt erneut ein famoses Rennen und gewinnt erneut die Promoters Cup-Wertung. Tolle Leistung. Großes Pech dagegen für Frankie Wojtyszek, der Tscheche, der seinen Truck nach 7 von 11 Runden mit technischen Problemen abstellen muss. Während Jochen Hahn erneut kämpft, bis zur Grenze des Machbaren, an Antonio Albacete, dem 4. aber keinen Weg vorbeifindet. Von Anfang bis zum Ende sitzt Norbert Kiss Adam Latschko im Heck des Bugira Freightliners, kommt aber nicht am Tschechen vorbei. Latschko gewinnt anschließend Rennen Nummer 3 am Hungaroring und scheint auf dem Weg zur ersten Europameisterschaft nicht mehr aufzuhalten. Zweiter wird Norbert Kiss vor Steffi Hall. 8. Saisonsieg also für Adam Latschko. Der Tscheche hatte aber mit nicht erkennbaren technischen Problemen am Ende zu kämpfen. Sein Erfolg nicht selbstverständlich. 2-3 Runden vor Rennende hatte ich plötzlich überhitzte Bremsen. Hab versucht, sie dann abzukühlen, aber Norbi war ja direkt hinter mir. Ich konnte einfach nicht langsamer fahren, sondern musste alles geben, um Norbi hinter mir zu halten. Am Ende bin ich sehr glücklich über diesen ersten Platz. Latschko also vor Kiss und Halm. Die weiteren Positionen weiß auf blau. Und wer schnell fährt, muss auch schnell schreiben. Die Autogramme der ETRC-Fahrer heiß begehrt in Ungarn. Und ganz klar, Norbert Kiss Unterschrift auf den Postern am begehrtesten. Der Champion von 2014 und von 2015 genießt und schreibt. Das letzte Rennen am späten Sonntagnachmittag. Über 30 Grad zeigt das Thermometer. Gerd Körber auf der Pole. Ich versuche, hier einen guten Start zu fahren, um beim Anbremsen dann vorne zu sein und ein paar Runden in Führung zu liegen. Und das ist auch gut für die Luft und auch für die Wasserkühlung. Naja, wir werden sehen. Und Shane Brereton strebt Sieg Nummer 3 an im Promoters Cup. Zuzutrauen ist es dem Briten auf jeden Fall. Der Start. Norbert Kiss erneut ganz schlecht weggekommen, verliert ein paar Trucklängen auf die ersten Reihen, hat aber dann Glück, dass er nicht in die Kollision in Turn 3 verwickelt wird. Jochen Hahn, der Übeltäter, schickt Brereton in Lenz, der dreht sich, Albacete muss ausweichen und kommt erst in den Reifenstapeln zum Stehen. Riesenpech mal wieder für den Spanier, der zwar weiterfahren kann und am Ende sogar noch als 9. 2 Punkte holt, aber mit der Fahrweise im Feld nicht ganz einverstanden ist. In den ersten Kurven bei den zweiten Rennen des Tages geht's kunterbunt zu. Keiner hat das Auge für die freie Lücke. Das Motto heißt, wenn's klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin wirklich enttäuscht. Runde 2, Körber gegen Latschko, der vom Getümmel profitiert hat und von 8 auf 2 vorfahren kann. Ganz leichte Berührung hier zwischen den beiden. Latschko setzt sich durch und übernimmt die Führung. In Runde 5 kann dann Steffi Halm ebenfalls am Landsmann Körber vorbeiziehen, ist Zweite. Dagegen hat Norbert Kiss erneut Probleme, muss seinen Mercedes-Benz-Truck mit blockiertem Antriebsstrang am Rand abstellen. Runde 8. Wrzecki gegen Körber. Der Tscheche presst sich in die Lücke, die nicht da ist. Körber in Schwierigkeiten, verliert seinen fast sicher geglaubten 3. Platz und kann das Rennen gar nicht zu Ende fahren. Adam Latschko dagegen schon der Meisterschaftsführende, feiert seinen 3. Sieg in Ungarn. Den 9. insgesamt vor Steffi Halm, die mit ihrem Team den 2. Platz wie einen Sieg feiert. 3. wird David Wrzecki, sein erstes Podiumergebnis in diesem Jahr. In der letzten Runde konnte ich gar nicht mehr richtig Gas geben. Ich hatte nur noch 15 oder 20% Power. Aber ich habe es trotzdem geschafft, Erster zu werden. Echt cool, dass das auch im letzten Rennen am Hungaroring geklappt hat. Der 3. Sieg hier für mich, perfekt. Das Ergebnis dieses Rennens zum Mitlesen. Jochen Hahn auf 4, dann Smith, Lenz, Brereton, Kursim, Albacete und Klein Nagelfort in den Top 10.
Den Promoters Cup übernimmt André Kursim, der junge Deutsche, dank eines Sieges und drei zweiten Plätzen die Meisterschaftsführung. In der ETRC-Gesamtwertung hat Adam Latschko jetzt 232 Punkte. Sein Vorsprung auf Kiss und Hahn beträgt schon 58 Zähler. André Kursim hier auf Rang 9 vor José Rodríguez, dem 10-Platzierten. Und auf der zweiten Tafel auf 12 und 13 die beiden Briten Ryan Smith und Shane Brereton. Und genau jetzt geht's in Adam Latschkos Heimat nach Tschechien. In Most findet die sechste Runde der FIA European Truck Racing Championship statt.